Woher kommt unsere Innovationskraft? Wie können wir unsere Verbindung zur Natur für unser Handeln nutzen? Welche Verantwortung tragen wir als Mensch und als Unternehmerin und Unternehmer? Wie sieht sie aus, die Mobilität der Zukunft? Die Geschichte von Riese und Müller beginnt 1993 in der Garage von Heikos Eltern. Mit der Begeisterung von Markus und Heiko für das Fahrrad. Als Freunde. Und so ist es noch immer. Heute sind wir ein international führendes Unternehmen für E-Bikes und Cargo-Bikes. Wir produzieren in Mühltal am Rande des hessischen Odenwalds in Deutschland. Diesen Weg gehen wir zu dritt, geprägt von dem Vertrauen ineinander. Es ist diese Verbundenheit, die uns ausmacht. Für uns sind Wachstum und Fortschritt nur so überhaupt möglich. Ich bin seit 2013 bei Riese und Müller. Und hier beschäftige ich mich mit den langfristigen Themen. Damit, wie wir gut und gesund wachsen können mit den Menschen, die mit uns arbeiten. Ich bin auch dafür verantwortlich, dass unsere Vision, bis 2025 das nachhaltigste Unternehmen der Fahrradbranche zu werden, erfüllt werden kann. Für Heiko ist Fahrradfahren eine Lebenseinstellung. Es ist seine Passion, die Dinge auf die Straße zu bringen. Wenn alles zusammenläuft, alles funktioniert, ist er zufrieden. Prozesse und Abläufe im Blick zu haben und immer dort zu sein, wo Riese und Müller sich gerade hin entwickelt. Markus ist unser kreativer Kopf. Er hat die Fähigkeit, die Mobilität der Zukunft nicht nur zu denken, sondern Lösungen dafür zu entwickeln und jeden Tag am Alltag zu lernen. Er besitzt eine unersättliche Neugier. Gemeinsam entwickeln wir uns weiter, sehen die Dinge neu und verstehen mehr. Vor allem aber wollen wir Verantwortung übernehmen. Für die Zukunft, für Riese und Müller, für uns und die Menschen um uns herum. Mit Leidenschaft bei der Sache sein und unsere Passion weitergeben.